Hallo Freunde der Heilung. Jeder, der schon einmal in einer On-Off-Beziehung war, weiß, wie schmerzhaft und verwirrend so eine Geschichte ist. Deswegen habe ich mich entschieden, euch heute schonungslos die Wahrheit über On-Off-Beziehungen zu erzählen und das, was wirklich dahinter steckt. Dies ist der erste Teil. Nächste Woche der zweite Teil. Heute werde ich euch zudem fragen, an die Hand geben, die, wenn ihr sie wirklich ehrlich beantwortet, alles für euch verändern können. Und wenn du gerade selbst in einer On-Off-Beziehung steckst und nicht weißt, ob du gehen sollst oder bleiben, dann werden dir diese transformative Fragen auf jeden Fall Klarheit verschaffen. In einer On-Off-Beziehung sind beide Partner auf eine unheilvolle Weise aneinander gebunden. Beide können die Beziehung nicht so gestalten, dass sie dauerhaft glücklich ist. Und beide können auch keinen endgültigen Cut machen, sich einem anderen Partner zuwenden und mit diesem dauerhaft glücklich sein. Zuerst darfst du dich von der Vorstellung befreien, dass derjenige, der sich immer wieder trennt, der Überlegenere sei. Das stimmt nicht. Bei beiden Partnern ist die Not und die Hilflosigkeit in etwa gleich groß. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, nämlich wenn du mit einem Narzissten zusammen sein solltest. Solltest du mit einem Narzissten in einer On-Off-Beziehung sein, dann gelten ganz andere Regeln. Darauf werde ich in diesem Video nicht eingehen. Schau dir dazu gerne die wirklich guten anderen Kanäle an, zum Beispiel den von Arti, Hilfe für Opfer von Narzissten, oben rechts in der Infocard verlinkt. Aber selbst in diesem Fall, wenn du mit einem Narzissten zusammen sein solltest, wird dich die Beantwortung meiner vier Fragen weiterbringen und dir auf jeden Fall mehr Klarheit verschaffen. Erste Frage ist noch ganz einfach. Wer trennt sich von wem und wer wird verlassen? Bitte habe dafür Verständnis, dass ich im Folgenden der Einfachheit halber immer die weibliche Form wähle. Natürlich ist die männliche Form mit eingeschlossen. Alles, was ich sage, gilt für beide, für Männer als auch für Frauen. Wenn du es bist, die sich immer wieder trennt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du an unbewussten, aktiven Bindungsängsten leidest. Wenn du immer wieder verlassen wirst und immer wieder darauf wartest, dass dein Partner reumütig zurückkehrt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du an unbewussten, passiven Bindungsängsten leidest. Es spielt daher keine Rolle, ob du verlässt oder verlassen wirst. In beiden Fällen leidest du unter unbewussten Bindungsängsten. Lass dich an dieser Stelle nicht täuschen und glaube nicht das, was so viele Menschen glauben, dass derjenige, der verlassen wird und der doch eigentlich die Beziehung aufrechterhalten will, im Grunde bindungsfähig sei. Das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, die Person, die sich immer wieder auf jemanden einlässt, der sie verlässt, hat in Wahrheit passive Bindungsängste, merkt es aber nicht. Oft wählen sich Menschen mit passiven Bindungsängsten Partner, die auch in der Beziehung nicht wirklich erreichbar sind, die sich immer wieder zurückziehen, die immer wieder ihren, ich sag mal, überdimensionalen Freiraum brauchen, und die sich letztlich auch immer wieder trennen. Dadurch kann die Person, die an passiven Bindungsängsten leidet, nicht wahrnehmen, dass sie selbst Bindungsängste hat, weil die gar nicht erst aktiviert werden und zum Vorschein kommen. Das kann ein besonders fataler und unheilvoller Irrtum sein, besonders bei sehr attraktiven jungen Frauen und Männern, kann es dazu führen, dass sie jahrzehntelang nach dem richtigen Partner suchen, einen Partner nach dem anderen konsumieren, ohne jemals wirklich dauerhaftes Glück zu finden. Daher schau genau in dich und beantworte dir ehrlich die Frage, ob du an aktiven oder vielleicht sogar an unbewussten passiven Bindungsängsten leidest. Kommen wir zur zweiten Frage. Was sind die Gründe, was sind die Anlässe für die Trennungen? Und ganz egal, ob du dich immer wieder trennst oder ob du immer wieder verlassen wirst,
Achte auf die Gründe und Anlässe der Trennungen. Wenn es immer wieder dieselben oder ähnliche Gründe und Anlässe sind, dann ist es ein Muster und ein deutlicher Hinweis darauf, dass es eine dysfunktionale Bindungsdynamik zwischen euch gibt. Wenn du oder dein Partner sich immer wieder trennt, weil ihr euch beispielsweise immer wieder eingeengt, manipuliert, vernachlässigt, enttäuscht oder gelangweilt in der Beziehung fühlt, dann sind das die Muster eurer Bindungsdynamik. Und dann stecken andere, tiefere Ursachen dahinter, die es zu erforschen gilt. Eines kann ich aber jetzt schon mit Sicherheit sagen. Die Ursachen dafür liegen in deiner Kindheit und den Erfahrungen, die du mit deinen Eltern oder mit anderen wichtigen Bezugspersonen gemacht hast. Und ganz wichtig, welche Schlüsse du daraus gezogen hast. Diese unbewussten Schlussfolgerungen, auch Glaubenssätze oder Identifikationen genannt, prägen auf einer ganz tiefen, unbewussten Ebene und sogar auf einer körperlichen Ebene dein Selbstwertgefühl. Und die Gesamtheit all dieser Schlussfolgerungen nennt man auch die verletzten oder traumatisierten kindlichen Anteile. Wenn du in deiner Beziehung glücklich sein willst, dauerhaft glücklich sein willst, und wenn du in deiner On-Off-Beziehung wissen willst, ob du gehen oder bleiben sollst, dann ist es wichtig, dass du genau diese verletzten kindlichen Anteile kennenlernst. Und das bringt uns auch zur dritten Frage. Und jetzt geht es schon mehr ans Eingemachte. Dritte Frage lautet, was ist es ganz genau, das dich an deinen Partner bindet? Was ist es, das dich immer wieder zu deinem Partner zurückzieht? Was ist es, dass du ihn immer wieder zurücknimmst? Gib dir Zeit und Raum. Geh in dich. Erforsche es. Was genau ist es, dass du immer wieder zurückkehrst, auch wenn du schon zigmal Schluss gemacht hast? Und dass du ihn immer wieder zurücknimmst, auch wenn du schon x-mal verlassen worden bist? Geh dafür in dich. Beobachte dich, erinnere dich daran, was hast du gefühlt, als ihr euch kennengelernt habt? Was genau hast du gefühlt, als es plötzlich Klick gemacht hat und du dich verliebt hast? Besinne dich darauf, wonach du dich sehnst, wenn ihr euch getrennt habt. Was ist es, ohne das du vermeintlich nicht leben kannst oder willst? Und was nur dieser eine Partner in dir auslöst? Und unterscheide, ob es sich dabei um Ängste oder um Sehnsüchte handelt. Die Beantwortung dieser Frage ist deshalb so wichtig, weil sie dir wertvolle Hinweise darauf gibt, was in deiner Kindheit definitiv gefehlt hat. In einer On-Off-Beziehung ergeht es dir wie dem Esel, dem man mit einer Rute eine Karotte vor die Nase hält, der er dann nachjagt, ohne sie jemals zu erreichen. Egal wie schnell der Esel auch läuft, der Abstand zur Karotte bleibt immer derselbe. Und auch wenn er sein ganzes Leben lang der Karotte hinterherläuft, er wird sie niemals erreichen. Und genauso verhält es sich auch mit der Jagd nach der Liebe. Solange du nicht weißt, was genau in deiner Kindheit gefehlt hat und welche Schlussfolgerungen du daraus gezogen hast, wirst du wie der Esel der Karotte deinem Liebesglück hinterherlaufen, ohne es jemals zu erreichen. Jetzt liegt es an dir, die Arbeit zu tun. Geh in dich, forsche, schreib alles nieder und im nächsten Video nächste Woche werde ich dir dann die vierte Frage stellen. Und wir werden dann alles zu einem schlüssigen Ganzen zusammenfassen, so dass du weißt, was ist eure Beziehungsdynamik, so dass du weißt, was sind deine tiefsten Bindungsängste, was hat gefehlt in deiner Kindheit und was sind deine tiefsten Sehnsüchte? Und wenn du das alles weißt, dann bekommst du von mir einen Leitfaden, wie du eine gute Entscheidung treffen kannst, wie du weiter vorgehen wirst. Du wirst dann eine Vorstellung haben, was dein ganz persönlicher, individueller Weg ist,
dein dauerhaftes Glück in der Liebe zu finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bevor ich es vergesse, wer sich gerne mit anderen Betroffenen zum Thema Traumaheilung austauschen möchte in einem unterstützenden Rahmen, der kann gerne meiner eigens dafür ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe Emotionale Heilung beitreten.